Mein Spielstil ist es nicht seine Johannes Liste, aber er hat es halt perfektioniert. Katakuri fängt mit der Pudding Swan an. Was findet er? Eine Mama, Mama. Also, die Uhr ist gesetzt. In 5 Turns kommt die Big Mom. Es ist alles auf Limitless zu sehen. Wir haben jetzt einen 9K-Swing mit Katakuri. Hat sich das Name angeschaut, hat sich unten reingeck. Und damit geht es wieder weiter zum Ruffy. Und wenn du den Link folgst, dann kommst du auf die Limitless-Seite. Oh, Ruffy hat ein Lead Performer Disaster, kriegt einen Active Dawn und zieht eine Karte und macht einen 7K-Swing auf Life. Nimmt Katakuri auf die Hand, hat einen Bärloli. Was wirft er dafür ab? Ein Cracker. Macht vollkommen Sinn, in diesem Matchup ist Cracker einfach eine useless Karte. Six Casing mit Beloli. Wird mit einem Wonky Count abgewehrt. 7K Swing of Life, schaut sich sein eigenes Top Life an. Lass es umliegen. Könnte man dann nochmal einen Barrel Lee vorstellen? Wird mit einem Tuke abgewehrt. Und ja, dann haben wir einen zweiten Barrel Lee. Ruffy tappt direkt aus. Ah, hat den Kit. Macht Minus. Kriegt dafür 1K. Und attackt für 7. Also er hat perfekt den Kit. Das nimmt auf die Hand. Kein Trigger aus dem Life. Und jetzt noch nicht vergessen, durch den Kit-Effekt ist Ruffy ein 7K-Leader until end of turn. Next turn. Also das heißt, es wird wieder teurer für die Berlolis zum Attacken. Das wären, wenn er mit beiden attacken wollen, schon mal mindestens 4 Don. Auf dem Leader wäre das nur ein Don natürlich, dann ist auch ein 7K. Aber dann hat er nur mal 2 Don offen für Attacks. Hier kommt der erste 7K-Swing mit Berloli. Überlegt er noch? Oh, Kamera rechts ist ausgefallen kurz. Er ist wieder da. Oh, wenn er jetzt schon überlegen muss. Als nächste Runde auf den neuen Don mit Leader Ability. Oder, doch. Er ist jetzt auf 6, dann auf 8 und dann kann Leader Ability und ist auf 9. Oh, er nimmt das Leben auf die Hand, okay. Kein Trigger aus dem Life. 7K-Swing mit Leader. Schaut sich sein eigenes Top-Life an, lasst es oben liegen. Wirft einen 1K-Count ab. Und für 4 kommt ein Sanji-Blocker. Wir gehen in den Zug von Ruffy.
sie Don, aktiviert Lead Ability. Ist jetzt auf 9 Don. Hat er einen 9 Cast auf der Hand? Ja, ich sehe auf jeden Fall einen Queen. Ich sehe einen Queen auf der Hand. Interessant, dass Johnny ein bisschen struggelt gerade. In Liverpool hat er das so solide runtergespielt, immer jeden Turn. Er tappt 5. Ah, da kommt der Queen. Draw 2, Tiscard 1. Wirft dann Basil Hawkins dafür ab. Attackt mit Kit. Aktiviert dessen Effekt. Dadurch ist wieder der Leader ein 7K-Leader, also 8K-Swing mit Kit. Mit zwar 2K abgewehrt. 7K-Swing mit Leader. Wird geblockt. Und wir haben noch 4 offene Don. Tappt er. Kommt nochmal ein Lead-Performer. Oh, Law. Wie viel hat er in der Hand? Zu wenig, okay. Hätte vielleicht vorher spielen sollen. Und hätte dann vielleicht so 2 Karten ziehen können. Also nächste Runde kommt dann Mama Mama bei Katakuri. Oder gleich direkt die 7er Big Mom. Trash das Life. Oh, war ein Bullet. 8K Swing mit Leader. Schaut sich sein Top-Life wieder an. Wird mit einem 2K-Counter abgewehrt. Und damit geht es wieder ab zum zum Ruffy. Ich wollte schon sagen, zum Katakuri. Ihr direkt wieder Lead-Ability. Ja, er wäre jetzt dann auf 9 Don. Er hatte nochmal, ich sehe nochmal an Kit auf der Hand. Wenn ich das richtig sehe. Katakuri auf 4 Handkarten, davon eine Big Mom. Er spürt den Kit aus und macht einen On-Play-Effekt. Das heißt, Ruffy ist jetzt wieder ein 7K. Und wenn der andere attackt, dann ist er sogar ein 8K-Leader. Das macht es dann natürlich einfacher, gegen die 7-Cost Big Mom zu countern. Weil die wäre dann, wenn er die 10-Cost in nächster Runde spielt, die einzige Attackerin. Attackt mit 9 mit dem Kit. Macht wieder Minus, dann ist jetzt der Ruffy ein 8-Cost-Leader. Nimmt der Katakuri auf die Hand, kein Trigger aus dem Life. Nochmal 9K-Swing mit Leader auf Life. Nimmt er auch auf die Hand, nochmal kein Trigger aus dem Life. Und damit geht's ab zum Katakuri. Also ich glaube, wenn er jetzt die 10-Cost ausspielt, dann ist das Spiel vorbei. Geht der Punkt an Ruffy. Aber auch so wird es schwer für ihn. Macht mal einen 8K-Swing mit 7er Mom. Wirft dann 1K dafür ab.
Oh, er spielt die große Mama, Mama und gibt damit ab. Ich meine, er hat viele Handkarten. Es könnte reichen. Und wenn da ein Lucky Thunderbolt Trigger dabei ist, ist es halt auch schwierig. Aber aktuell, bei den aktuellen Board States, sie eher Ruffy im Vorteil. Ja, das stimmt. Ein Katakuri auf einen der Kids wäre hier essentiell gewesen, auf jeden Fall für Katakuri. So bufft er ihn jetzt immer und den Leader um 2k pro Turn. Und das ist auch sehr stark. Da wird gerechnet. Ich meine, jetzt wäre so eine Möglichkeit, dass er safe den Tank-Cost runterspülen kann. Dann eben, wie gesagt, mit Kit einfach die Minus machen kann. Und dadurch dann natürlich safe dann wieder den Don offen hat für seine One-Cost-Events. Also hier hat er das perfekte Setup dafür. Nur auf das vertraue ich immer nicht, weil ich habe immer genau das Glück, dass ich entweder die Kits zu früh sehe, sie gar nicht sehe oder sie von Loss discarded werden. Da wird Johnny rechnet gerade wie wild. Also das schaut mal aus, als würde er auf Finish gehen. Yep, du kommst genau richtig zum Finale. Und genau noch erster Punkt auch noch vom Finale. Leider sieht man Ruffys Hand leider sehr schwer. Mir würde interessieren, was er gerade noch in der Hand hat. Also ich habe eine Ottermark gesehen vorher. Die hat er vorher mal überlegt zum Abwerfen, aber dann hat er sich für den Jinbird entschieden. Habe jetzt auch wieder die Ottermark ganz rechts gesehen. Er sollte halt vorher was ausspülen, bevor er Minus macht. Brook 2Ks spielt er nicht, er spielt Sanji 2Ks. Wenn du sagst, du hättest Brook gesehen, dann könnte das ein Sanji 2K sein. Also ihr könnt euch die Liste anschauen und der spielt da Sanjis. Ich erkenne nur die Ottermark aktuell. Aber die Italiener haben so ein bisschen mit der Hand mischen, alle miteinander. Gianni auch so ein wilder Mischer. Da werden jetzt mal die Ärmel hochgekrempelt. Falls ihr bei mir komische Geräusche hört, meine Katze macht den Hintergrund Radau. Er kommt einen 9K Swing mit einem der Kids, er legt einen Active Don zurück. Und natürlich Ruffy kriegt jetzt natürlich einen 1K Buff dadurch. Oh, da spielt sich gerade das richtige Lied an. Wir haben einen Thunderbolt auf Queen. Thunderbolt-Trigger aus dem Live. Uiuiui.
Dann kommt, wird Leader Ability aktiviert, für das, dass das Dawn wieder zurückkommt. Luna, wartet kurz. Luna. Luna, komm her. Sorry, ich wollte jetzt gerade ein bisschen kommentieren, aber ich muss meine Katze kurz retten. Luna. Besser? Besser? So, bin wieder da. Ist was passiert? Ich habe so eine Papiertüte dann zu, beim Einkaufen mit Gammel, weil ich meinen Rucksack vergessen hatte. Oh, 10k Swing mit Law. Da will jemand auf Finish gehen. Aber ganz kurz, ich habe so eine Papiereinkaufstüte mitgenommen und das hat meine Katze natürlich geil beschlagnommen. Und jetzt hat sie sich bei den Griffhenkel so eingehakt gehabt, dass sie die Tüte mitgeschliffen hat. Auf einmal kommt sie daher und auf der Seite hängt die, zieht sie die Tüte nach. Da habe ich sie mal kurz noch befreien müssen dafür. Okay, den 10k Swing hat er jetzt da genommen. Dann kommt nochmal 9k Swing mit Kit und legt einen Dawn wieder zurück, damit ist der Leader wieder ein 8k Leader. The Counter daraus und Full Swing, das sind 11. Oh mein Gott, das sind mindestens zwei Non-Counter gewesen. Also, ich habe eine 10er Big Mom und nochmal 7er gesehen. Oh, und eine Yamato. 3 Non-Counter-Karten. Autsch! Also, da ging der erste Punkt jetzt an Ruffy. Ruffy fängt an ohne ein Play One. Hat einmal einen großen Schluck Wasser gemacht. Wir haben eine Pudding Swan von Katakuri. Findet einen Streusen. Übrigens, er macht das gleich wie Ruffy. Stay hydrated. Immer schön trinken, Leute. Wollte jetzt gerade direkt einen 8K Swing machen. Macht einen 6K Swing. Ich könnte mir jetzt einen Wire vorstellen. Ja, Wire ist da. Wire ist also so ein super Blocker. Weil es ist so ein Muss, dass du durchcyclest, aber der Cycle kann manchmal wirklich sehr gut sein. Wir haben einen 7K Swing auf Leader. Das Top Life wird auf Bottom Gag. Ja, also die Games sehen auf und dann auf YouTube. Jetzt dann ist auch zum Beispiel das Liverpool-Finale live gegangen. So. Ruffy hat das Leben auf die Hand genommen. Geht dann zum Zug von Gun mit einem Lead Performer Disaster. Zieht eine Karte, kriegt einen Active Dawn. Nutzt beides. Also macht einen 8K Swing auf Life. Kein Trigger aus dem Life und dann geht's wieder ab zum Katakuri. Six Guessing mit Berloli. Wurde da gerade nach Handkarten gefragt? Anscheinend. Sehen wir dann am nächsten Turn einen Lawblocker. Vermutlich. So, da überlegt er gerade wieder, was er macht. Man, sie sind timeless, von daher hat er mehr als genug Zeit, das zu überdenken.
Sorry. Nimmt das live oder countert er? Wenn das ein Counter scheitert, gehe ich nicht davon aus. Nimmt das live auf die Hand, kein Trigger aus dem Live. 7K Swing mit Leader, schaut sich sein Top Live an, lässt es oben liegen. Nimmt er auch auf die Hand. Okay. Und für 7 kommt ein Sanji, für 4 kommt ein Sanji. Blocker. Aktiviert Lead Ability. Das heißt, wir sind auf 9 dann. Sehen wir Whitebeard? Yes, Lady Whitebeard. Nicht wundern, das ist die Winner-Karte vom Whitebeard, was man dann kriegt jetzt aktuell bei den Regionals für Top 16. Wird gerade direkt mit Sanji geblockt. Und damit geht es dann ab zum Katakuri. Und Ruffy ist bis zum nächsten Turn 8K Leader. Ah doch, danke. Ja, ein bisschen, Giovanni hat damit schon in Liverpool geflext. Also, wie gesagt, das könnt ihr euch gerne auch auf YouTube anschauen. Das Liverpool-Finale hat er damit gut rumgeflext. So, am nächsten Turn sehen wir vermutlich eine Mama bei Katakuri. Und er hat jetzt wirklich besser sein Life verteidigt, muss ich sagen. Weil er ist jetzt immer noch auf 4 Life. Das ist auch wirklich sehr stark. Er macht einen Full Swing. Das sind 8 Don, das sind... Ist ein 14K-Swing. Ja, muss er mit Wire blocken. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir gehen in den Zug von Ruffy. Jetzt braucht er Ruffy, braucht jetzt so langsam Blocker. Und unser Lieblingsjudge greift mal wieder rein. Er kann es einfach nicht lassen. Für 4. Sehen wir ein Law. Oh ja, ja, ja. Da sind genug Karten. Eine Mama und eine Amande. Eine Mama, Mama weniger. Jetzt wäre halt richtig bitter, wenn ein Thunderbolt aus dem Live kommt. Aber es ist ein kleiner Perloli, wird dafür ein Perloli abgeworfen. Und nochmal ein 10K-Swing mit Newgate, diesmal kein Trigger. Und sehen wir noch einen Queen? Ja, Queen mit Ability-Aktivierung, Draw 2, Discard 1. Und wirft einen Lead-Performer-Disaster ab, vollkommen legitim. So, was kann jetzt Cutter machen? Hat er noch eine Mama auf der Hand? Wenn er jetzt Mama ausspült, dann ist halt sein Zug verschwendet. Okay. 7K Swing mit Perloli. Wird mir dann 2K abgewehrt. Hm.
Dann ist das Case brauchen. 9K Swing mit Leader. Schaut sich sein Oberst Knife an, legt es unten rein. Da ist ihm sein Case aufgebrochen. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass das einmal passiert. Hier restet dann Don. Und spielt dann Radical Beam. Okay. Aber Johnny spielt noch mit 4 Blast Breath. Das muss man auch noch dazu denken. Bedenken. Was sind das? 2, 4, 5. 10K Swing mit Beloli. Ich habe jetzt dafür Zug-Counter erkannt. Er spielt ja Sasaki, Otama und Sanji. Ich sehe da ganz rechts nochmal ein Lead Performer Desaster. Ich glaube, ich sehe da ein Bullet auf der Hand. Ein Wire sehe ich auch. Wire, Bullet, Lead Performer. Schwierig zu erkennen. Ah, 10er Ruffy. Ein 10er Ruffy wird es auch gesehen. Er hat viele Non-Counter auf der Hand. Lass dir den Trash geben von Katakuri. Ich glaube, da ist eine Otama dabei, oder? Ich glaube, er kann rauscountern, aber dann ist er seine ganzen Counter los. Und die Gefahr besteht immer noch aus, von einem Thunderbolt aus dem Live. Oder einem Badgie im letzten Live. War schwierige Entscheidung gerade für ihn. Er hadert gerade, ob er jetzt blocken soll oder ob er rauscountern soll. Ich glaube, ihr habt da eine Otama gesehen. Ich glaube, da ist eine Otama dabei. Was wird denn da jetzt für eine Kamera? Zu welcher Kamera ist da jetzt im Weg? Das ist so eine mobile Kamera, aber die haben sie nirgends zugeschalten. Die Frage ist, ob das nur für einen Vlog ist. Ja. Ist so ein Gimbal-Halterung auf jeden Fall, ja. Aber ich glaub nicht, dass es jetzt zu den Veranstalter gehört. Könnte irgendein Influencer sein, was also einen Vlog davon macht.
Oh, er countert raus. Jeanbart, Tatch, Ottama und Wire. Crazy. Er setzt jetzt seine ganzen Counter aufgeben. Katakuri halt auf 6 Handkarten ist er da. Huh. Will er jetzt versuchen zu finishen? Und will jetzt Giovanni den Sack zumachen? Wird nochmal um den Trash gebeten. Wir haben bis jetzt, glaube ich, nur einen Sanji gesehen. Also 2 Sanjis, 2 Brûlés sind noch möglich. Nicht besser 9-9, also 4 down, 7 down, dann 3 offen, nochmal 9-9-7 und 2 offen lassen, für falls ein Blocker rauskommt. Okay, ja, macht einen 9K-Swing. Mit Queen! Und wir haben einen Thunderbolt! Er hat, glaube ich, damit gerechnet. Jetzt einfach alles bis auf 2 auf den Leader. Und wenn jetzt noch ein Blocker, wenn noch ein Brûlé rauskommt. Was ist das jetzt? 2, 4, 5. Ein Badgie! Oh mein Gott! Oh! Ein Badgie aus dem letzten Live! Und wir gehen in eine dritte Runde. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben ein Badgie aus dem letzten Live. Holy! Und nochmal die Fistbump. Und damit geht's in die finale Runde dieses letzten OP04.5 Regionals in Barcelona. Katakuri fängt an mit einer Pudding Swan. Findet ein Berloli. Ruffy hat keinen Play auf Turn 1 und gibt den Gate direkt ab. Katakuri macht direkt einen 9K-Swing. Schaut sich sein Overs Live an, legt den Badge vermutlich wieder unten rein. Nimmt auf die Hand, kein Trigger aus dem Live. Und wir gehen in Ruffys Turn 2. Er hat einen Basil Hawkins auf der Hand, wenn ich es richtig sehe. Also er sollte rampen auf jeden Fall. Da wird wieder hart überlegt. Hart überlegt. Six Case Ring mit Leader. Wird mit einem Badge abgewehrt.
Und wir haben einen Blocker Law. Ohne Effekt. Eight-K Swing auf Life. Wird sich das oberste Life angeschaut. Und nach unten Klick. Nimmt er wieder auf die Hand. Und dann wird der kleine Bella Lee ausgespielt. Für 4 sind wir ein Chimbad mit Aktivierung. Das heißt, der kriegt nochmal ein Active Down. Da haben wir unseren Ramp. Und diesmal das erste Mal in diesem Game mit Chimbad. Und da schaut der Judge schon wieder. Er kann es aber nicht lassen. Will er sich hier als Handmodell bewerben oder was? Also hier, da mal so reingreift, also für Referenzen. Den 7K Swing hat übrigens Katakuri auf die Hand genommen. Wir hatten keinen Trick aus dem Knife und mit einer offenen Don gib Ruffy ab an Katakuri. Fang an mit einem 6K Swing mit Bearlow Lee. Queen Wire habe ich gesehen. Das wird mit einem Sasaki abgewehrt. Seven K-Swing mit Leader. Schaut sich sein oberstes Life an. Legt den Badge wieder unten rein. Nein, ich weiß nicht, was das Life ist, aber ich sage das jetzt aus Scherz halber. Also ich sag jetzt mal zwei Badges legen unten Bottom Life. Und wenn das wirklich stimmt, geht dann halt morgen ein Lotto spielen. Also das Life nimmt man auf die Hand. Und wir sehen noch einen Randolph. Und wir gehen wieder zurück zum Ruffy. Müsste jetzt eigentlich damit Lead Ability rampen können. Ja. Ah, ist sogar auf 10 Don jetzt mittlerweile. Direkt 9, das kann nur Whitebeard sein. Daddy Whitebeard. Oh, da rechnet er nochmal kurz nach, ob das Sinn macht. Aber er spielt den Gavi aus. Den AK-Swing nimmt auf die Hand, kriegt einen Cracker aus der Hand, wirft die Big Mom ab und gibt dann ab zu Katakuri. Katakuri beginnt mit einer Pudding Swan. Legt einen Katakuri hin, legt sich die Pudding wieder ins Life und gibt damit ab. Auch interessant. Sehr interessant, Sitzer. Okay, er konnte ja mit Randolph nicht attacken. Ich habe jetzt gerade den Buff vergessen gehabt von Whitebeard, er war ja ein 8K-Leader. Also die Preparation war dann ganz gut für ihn. So, was macht jetzt Ruffy draus? Oh ja! Der Board State ist jetzt gerade richtig, richtig schwierig für Ruffy. Ruffy hat aber einen Queen auf der Hand, wenn ich mir recht entsinne. Nur halt, Gelb hat halt leider auch so eine miese Karte, nennt sich Thunderbolt.
Oh, da werden 7 in die Hand genommen. Kommt da jetzt ein Kit? Oh nein, er macht einen 7K-Swing mit Schienbad. Nimmt die Pudding auf die Hand. Ah doch, da kommt noch ein Kit. 7-Cost-Kit, macht Ability. Ruffy wird ein 7K-Leader. Attackt für 7. Nimmt auf die Hand. Und er haut wieder den Thunderbolt. Unglaublich. 10K-Swing mit Newgate. Kein Trigger aus dem Dive, macht noch Leader-Ability und gibt dann ab an Katakuri. Es ist unglaublich, was der für Glück hat mit seinem Thunderbolt. Selbst der Judge links kann es selbst nicht glauben. wie lucky dieser Katakuri ist. 9K-Swing mit Katakuri-Character. Da kommt ein Blast Breath. 7K-Swing mit Randolph. Wird mit einem One-Cap gewährt. Ich glaube, ich habe auch den Red Beam gesehen. Alles, der Rest auf Katakuri. Red Beam, 2K. Warte, wie viel sind wir? Das sind 9. Ist ein 15K-Swing. Hat er rauscountern können? Ja, er hat den rauscountern können. Oh mein Gott. 5K-Swing auf Chimbad. Er hat wirklich rauskontern können. Jetzt ist die Frage, ist da ein Badgie im letzten Live oder ist keiner? Wie viele Handkarten hat Katakuri? Er hat sehr viele Handkarten. Aber man könnte gut, hat er einen 10-Cost auf der Hand. Ich könnte mir jetzt am Play vorstellen, mit 8-Cost, mit Kit attacken, Active Dawn zurücklegen, attacken, wenn er es rauskontert, auch mal mit Leader attacken. Und wenn er dann einen Badge zündet, einfach rampen und mit einem 10-Cost nochmal rein und hoffen, dass er 20 Counter hat. Badgy sagt, ein Charakter oder Leader kann nicht, darf nicht angreifen in diesem Zug. Hier kommt ein 11K-Swing mit Kit und er aktiviert auch die Ability. Also Ruffy ist wieder ein 7K. Nimmt auf die Hand, kein Trigger! Hier wird nochmal gerammt. Rest auf Newgate. Oh mein Gott, das ist zu wenig! Wir haben einen Sieger, Johnny, Back-to-Back-Winner. Oh mein Gott. Johnny, Back-to-Back gewonnen. Liverpool und jetzt Barcelona. Die beiden 4.0, 4.5, so. Die beiden 4.5 Regionals in Europa hat er Back-to-Back gewonnen mit SD10 Ruffy. Wahnsinnsleistung. Wahnsinnsleistung. Habe ich leider nicht gesehen, was er da nach unten gegangen hat. Habe ich leider nicht gesehen. Und das, obwohl, ihr müsst mal seinen Spielverlauf anschauen von Johnny. Johnny hat gestern in Runde 1 richtig Pech gehabt und hat gegen einen Katakuri verloren und hat dann einfach alle Spiele gewonnen. Alle Spiele. Und damit hat er sich in Top-Cut gespielt und heute auch einfach wieder durchmarschiert. Es ist unglaublich. Also die Italiener sind unglaublich.